aqui na Schützenfest da cidade de Maine, também a prefeita, a dona Inês, ela que é a Bürgermeister aqui da cidade de Maine e região. A Dirce Bern, que mora aqui em Maine, que é timboense, ela vai fazer uma tradução para a gente dessa pequena entrevista que a gente vai fazer com a prefeita e também com outro alemão aqui, típico da cidade de Maine. Em primeiro lugar, Dirce, gostaria que você perguntasse para a prefeita a impressão que ela teve da banda de timbó, da presença dos visitantes brasileiros, timboenses, aqui na cidade de Maine. Was für einen Eindruck hatten Sie von unserer Kapelle, von unserem Volk, von unserer Kultur? Einen ganz hervorragenden. Sie sind sehr gut aufgenommen hier in der Gemeinde Maine. Alle haben sehr viel Spaß an diesem Besuch und ich hoffe, dass wir auch weiterhin diese Gemeinschaft pflegen können. Diese entstandene Freundschaft zwischen Timbo und Maine, die, wie Sie heute sehen, hier bei dem Schützenfest sehr gut ankommt. Com muita emoção receberam a banda brasileira e o povo brasileiro é um povo muito alegre e conviver com essas pessoas foi uma satisfação muito grande. Eu gostaria também que ela falasse um pouquinho sobre a cidade de Maine, a região que ela é prefeita. Se é comum aqui na Alemanha também as mulheres estar na política e se elas ocupam um espaço grande, já que até a governante aqui do país também é uma mulher. Ob Sie ein bisschen reden können über die Region, wo Sie vertreten als Bürgermeisterin und ob hier auch viele Frauen in der Politik sind und weil auch eine Frau hier auch regiert in Deutschland. Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Also in Maine haben wir eine Bürgermeisterin mit mir und wir haben auch eine Bundeskanzlerin. Man versucht in Deutschland das immer mehr voranzubringen, auch Frauen in solche Positionen zu unterstützen, in solche Positionen zu kommen. Es ist, ja. É um tema muito interessante para ela conversar sobre isso e ela representa uma região pequena. Mas outras mulheres também representam dentro da política e eles estão fazendo um esforço muito grande para que cada vez mais mulheres participem da política alemã. A gente percebe que ela também participou dos três dias da festa aqui, se ela gosta desse tipo de festa e se a tradição ela realmente é mantida aqui, né? Ela hat gemerkt, dass sie die drei Tage hier zu dieser Feier jeden Tag hier waren und auch immer mitgefeiert haben und sieht, das wäre eine ganz volle Tradition hier, dass sie alle mitmachen bei der drei Tage Feier, Schützenfestfeier. Ich finde für die Gemeinschaft, für eine Gemeinde, für eine Stadt, ob Maine oder Timbo, ist es wichtig, solche Gemeinschaften zu erhalten. Und das machen die Schützenvereine, das machen unser Musikzug und die Kapelle, die heute hier ist aus Brasilien. Und ich finde, es ist wichtig, das zu unterstützen und auch als Politik präsent zu sein, um zu zeigen, wie wichtig uns das ist, um das auch für die Zukunft zu erhalten. Ela acha muito importante esse intercâmbio e essa troca, manter essa cultura dentro do Schützenverein e que os participantes, os integrantes desse Schützenverein participam com muita empolgação, como você percebeu aqui, que todo mundo brinca, todo mundo dança, adora música e essa integração com timbó, com Maine, com os integrantes daqui, ela acha de extrema importância. E para concluir, a gente gostaria que ela desse uma mensagem para o pessoal do Brasil, já que lá tem muito descendente de alemão e europeu, ela deixasse uma mensagem para o pessoal do Brasil. E também aproveitando para convidar ela para vir para o Brasil, conhecer o Brasil. Ob sie eine Kleinigkeit sagen könnt für uns, aus unseres Volk aus Brasilien, von hier nach Brasilien, die Deutschabstämmigen aus Deutschland für die deutschen Brasilianer. Und er lädt sie auch herzlich ein, dass sie mal Brasilien kennenlernen. Ich freue mich sehr, dass es diese Verbindung jetzt gibt, die unser Musikzug geschaffen hat. Und ich werde mich bei nächster Gelegenheit werde ich gerne an einem Besuch teilnehmen und werde gerne nach Timbo kommen, um Brasilien kennenzulernen. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch für die, ja, ich sag mal, Deutschstämmigen in Brasilien, die dort diese Kultur weiter pflegen, der wir auch uns sehr bemühen, diese Kultur hier zu erhalten. Und das ist in Deutschland teilweise wahrscheinlich schwieriger als in Brasilien, das hier zu erhalten, weil Menschen andere Interessen haben, auseinanderlaufen, nicht mehr diesen Zusammenhalt haben. Ja, und ich denke, von daher ist diese Verbindung ganz wichtig. Und ich freue mich, dass Sie hier waren. Und ich möchte das gerne aufrechterhalten und gerne einmal nach Timbo zu Besuch kommen. Da freue ich mich drauf.
Ela agradece o convite e numa próxima oportunidade, ou com a banda ou com numa outra oportunidade, ela virá a Timbó assim, porque ela acha extrema importância visitar o nosso povo, o nosso Timbó, os timboenses, como os alemães timboenses, e que ela acha muito importante que aqui na Alemanha não seria possível manter esse contato como nós conseguimos manter a cultura. Isso aqui é um pouco mais difícil, então ela acha de extrema importância e ela nos parabeniza e que continuamos assim, que todo mundo esteja cada vez mais alemãozado, vamos dizer assim, e que esses contatos permaneçam, esses intercâmbios permaneçam, que ela acha de extrema importância. Perguntar para o Matias também sobre a tradição, como é que é assim essa tradição, que eles se reúnem periodicamente, como é que funciona a sociedade deles? Wegen der Tradition, wie oft habt ihr eine Versammlung im Jahr oder wie läuft das und wegen Schießen, wie ist das Schützenverein, wie wird das, möchte so ein bisschen drüber wissen über diesen Schützenverein? Ja, also der Schützenverein trifft sich regelmäßig mindestens zweimal die Woche zu schießen. Natürlich sind immer nicht alle da, aber das verteilt sich immer. Wir machen zweimal im Jahr eine große Versammlung, besuchen andere Schützenfeste natürlich in der Region hier und haben, wie gesagt, als Highlight unser eigenes Schützenfest, 3 oder eigentlich 4 Tage sogar hier in Meine, und das Gott sei Dank schon seit vielen, vielen Jahren, und das soll eigentlich auch noch so bleiben. Eles normalmente se encontram 2 vezes por semana, onde eles atiram, eles sempre atiram com arma de fogo, e eles também visitam outras cidades onde tem o Schützenfest, que daí eles são convidados, e as outras cidades também visitam o Schützenfest aqui, e ele disse que o Schützenfest ainda é 4 dias. Ele não falou disso, mas amanhã tem o Eierkönig. Das haben Sie jetzt nicht gesagt, aber ich sage es. Amanhã tem o Eierkönig, que eles vão nas casas a juntar verba, aí eles cozinham os ovos e à tarde eles comem os ovos, e aí quem mais ovo come é o Eierkönig. Isso é amanhã, na segunda-feira. Perguntar para ele também é o seguinte: pelo que a gente percebeu, o povo alemão é bastante alegre, assim como o brasileiro. Quer dizer, eles gostam de fazer festa também. Não é um povo fechado, como se pensa, mas é um povo que tem tradição, cultura e alegria. Er sieht, dass die Deutschen auch ganz lustig sein, wie die Brasilianer auch lustig sein. Und er merkt auch, dass die Deutschen auch gerne Musik haben. Die sind richtig integriert mit ihrer Musik und sind sehr musikalisch und so. Wie sehen Sie das so? Ja, also ein Schützenfest ohne Musik wäre gar nichts. Also wir brauchen natürlich für die Umzüge unsere Marschkapellen. Aber wenn wir dann auf dem Zelt sind, wir haben gestern einen wunderschönen Tag erlebt mit dem Mainer Musikzug, der uns hier tagsüber mit Musik bespielt hat, und es war einfach herrlich. Auch ein ganz neues Lied gespielt gestern, das erste Mal haben die Musiker gestern dieses Lied gespielt. Die Leute haben auf den Tischen gestanden und alles hat mitgetanzt, und das gehört einfach dazu bei den Schützenfesten. Und heute ist es wunderbar, das Zelt ist immer noch gut gefüllt, trotz der Wärme heute, und die beiden Kapellen heute hier, unsere brasilianischen Gäste und unser eigener Musikzug, machen hier einfach eine Bombenmusik und damit eine Bombenstimmung. Also ohne Musik kann man ein Schützenfest nicht feiern. Uma mensagem. Sem música não seria possível fazer um Schützenfest, porque sem música não tem Schützenfest. E ontem eles, no desfile, ontem à noite, eles tocaram uma música que nunca tocaram, o Musikzug Mainer. E sem eles nada seria possível aqui, como hoje também tocaram. E essa visita da banda brasileira que está aqui tocando agora, nesse momento estão tocando em conjunto, as duas bandas juntas, ele acha que sem isso nada seria possível. Não existiria o Schützenfest. E uma mensagem final dele também para o povo brasileiro, para o pessoal da região lá que tem tradição alemã também. Ein paar Worte für unsere deutschen Brasilianer. Ja, liebe Deutsche in Brasilien, es ist schön. Ich habe noch nie live nach Brasilien gesprochen. Gut, das ist nicht live, aber eine Aufzeichnung auch sehr schön. Wir haben wirklich ein wunderschönes Schützenfest hier gefeiert. Vielen Dank an unsere brasilianischen Gäste, die uns wirklich viel Freude gemacht haben. Und ich hoffe, das Ganze lässt sich nochmal wiederholen und feiert weiter auch in Brasilien so schöne Feste wie wir hier. Tschüss. Ele manda um grande
forte abraço aos alemães brasileiros e que essa cultura continue assim, com toda a alegria, e também ele pretende um dia conhecer esses alemães brasileiros. E eu mando um grande abraço para eles.